So, Leute, willkommen bei den Flamännern zum Unboxing der Xbox One. Heute ist es eigentlich soweit, am 28.02. Ich wette, da ist gar keiner drin. Ja, ist ja ganz lustig. Wir packen das Ganze jetzt mal aus, damit wir auch mal hier auspacken können. Obwohl doch, könnte hinkommen. Ne? Ja. Hier. Also ja, wir gucken jetzt einfach mal, was drin ist. Ja, die Schuss, ich wenn. Keine Xbox News. Nämlich keine Dingens für den Karton, weil der Karton interessiert mich nicht. Wir hätten noch vorher irgendwas anderes reinpacken sollen. So als Verarschung. Ja. Wow. Boah. Ich dachte, das nimmt jetzt alles weg, ja, weißt du? Ja, das hab ich auch gedacht. Und so habe ich mir die FIFA, ich gucke mit FIFA 14, weil Ghosts will niemand haben und genau. Ich habe daran gedacht, das Titanfall zu holen. Mein Vater meinte, er holt von FIFA, weil der so ein Fußballfan ist. Und deswegen kam halt eben das raus. Darum geht's gar nicht, es geht nur ja, um... Ja, und zwar geht's um den Zettel, ja. Der ist nämlich aus super Qualität. Das ist cool. Der bringt das ja, ich bekomme sowas nicht. So, da ist das Ding auch schon. Kleiner, als ich mir vorgestellt hätte, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich dachte, das wäre jetzt das komplette... Ja, und es ist ziemlich schwer, aber das ist ja normal. So, Karton empfehle ich euch immer mal zu behalten, weil, falls ihr... Ja, macht den nicht kaputt, ne? Falls ihr so mal verkauft, guck mir das auch. Hier ist Cäsar. Ah ja, okay. Dann brauche ich mal eine schicke Schere. Falls ihr das irgendwann verkauft oder was auch immer, den Karton kann man immer mal wieder benutzen. Mit einer überragenden Glanzleistung macht der Marco das hier. Ich habe lange an diesem Tag hingearbeitet. Ja. Und ich sag dann zu meiner Oma so, nein, ich will die Hackbällchen da jetzt. Warte, du kannst das, ich glaube, man kann das hier abziehen. Nee, warte, das war nur bei der Day One. Doch hier, weil das hier ist nur, das kann man irgendwie, oder? Ja, Tatsache. Halt ja, mal. Genau. Warte, muss das wieder, ja, ich hab die Kamera in der Hand, deswegen. Ah, hier ist auch nochmal These. Hier. Immer dieses These. Jetzt guck mal die Sonne, deshalb ist das jetzt heller. Und zwar muss man es einfach hier aufmachen. Genau. So, und zwar haben wir jetzt hier die Kinect-Kamera. Ich muss die auch mal rausholen. Wenn man das so sieht, ist das einfach viel kleiner. Ja. Das ist schon am besten. Doch. So, ganz Kinect raus. Die Kinect-Kamera. Das Ding, was im Grunde am teuersten ist, was die Xbox so teuer macht, ich dachte, das kostet um die 150 Euro, 200 Euro, das Ding. Wenn dein Gesichtsausdruck so ist. Es tut mir leid, Alter. Ja, Mann. Ja, geil. Naja, okay. Ja, das war mein Handy. Natürlich auch hier mit Lüftern. Das Ding hat so viele Lüfter. Hier hinten ist noch ein Lüfter und hier. Ich glaube, oben drauf ist auch ein Lüfter. Ja. Die Xbox braucht Luft. So. Sie muss atmen. Der Download-Code für... Ist irgendein Code? Ist ja, Zeit? Ich denke mal, drinnen. Hier. Da drin. Das kommt tatsächlich auch noch. Das sind dieses Play and Charge Kit. Ist das auch dabei? Nee, das ist noch ein Ding dafür, glaube ich. Ja, das ist das beste Headset, was es gibt, das Standard. Das soll Turtle Beach Air Force. Nee, aber es reicht echt zum Chatten, wenn man jetzt bis ich den Adapter hole, kann man das echt benutzen. Vielleicht selber sich in der Lobby irgendwie anziehen oder so, wenn man bei COD so gut, aber fürs Chatten ist erstmal gut. So, jetzt kommen wir zum Controller und den haben wir nämlich hier. Den muss ich jetzt mal auspacken. Und ich muss sagen, mir fällt es jetzt schon wieder auf. Man rutscht hier echt total ab. Das ist mir bei FIFA. Der Gamescom extrem aufgefallen. Oh, eine Stunde unter der Hand. Ja. Kannst du auch gleich machen. Die haben halt eben diese Dinge abgeholt, du rutschst da einfach extrem ab. Glaube ich mal. Ja, klar. So. Und das ist einfach ein Ding, das muss nicht sein. Also, das ist. Haben sie hier? Ja, nee, auf den Dingern. Aber also, sind ja, wieso sind die denn. Das ergibt keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall finden wir das. Dingern. Ja, genau. Und zwar ist es hier nämlich so abgerundet. Da bin ich und Marco extrem abgerutscht. Wahrscheinlich gewöhnt man sich dran, aber ich hätte das übertrieben abgefuckt. Und naja. Ja, die Kamera wieder, ja. Ja. Und was noch abfuckt ist, bei der 360 war ja dieser Xbox-Knopf hier in der Mitte. Das heißt, du konntest theoretisch, du hast einen Arsch bekommen. Ist das Touch? Nee.
konntest zocken und dann zack hier draufklicken, aber ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist. Also es war natürlich kein großer Unterschied, aber trotzdem, es hat auch schon irgendjemand im Video mal gesagt, da musst du so und dann da oben drauf. Ich war jetzt Controller. Freue ich mich, dass ich es auch bekommen habe. So, hier haben wir Kabel, Kabel, HD-Kabel. Kabel, HD-Kabel, ja. Ja, und eine Verpackung extra aus Latex. Ja. Das ist, glaube ich, gar kein Latex, das ist mir scheißegal. noch mehr Kabel, Strom, das ist das Stromkabel. Ja. Genau, und hier haben wir dann dieses. Diese komische Box, wo man halt eben das Stromkabel das hat auch rein Lüfter. Muss. Hier rein, es hat nämlich auch Lüfter wieder. Ist auch in diesem Matt- und Glanz-Ding. Ja, hier ist Glanz, hier ist Matt, hier ist Glanz-Ding. Ist styled. Wenn man es mag, wieso denn nicht? Leider ist kein Xbox One. Kommen wir zum Schmuckstück. Oh, Junge. Und zwar dann zur Xbox One. 500 Euro das gute Stück. Ist ein Preis, wo man drüber sprechen kann, weil 500 Euro hat man natürlich nicht gerade mal so. Wenn wir arbeiten gehen, würde das ja eigentlich voll klar gehen, aber. So nicht. Und ja, hier ist das gute Stück. Alter, ist das Teil fett. Junge, ist das Teil fett, das dachte ich mir gerade auch. Fetten Lüfter, hier matt. Oh, man sieht unsere Gesichter, das ist natürlich dann. Ne? Ach, scheiße, wir sind Hello-Trix. Ja. Für die, die es noch nicht wissen. Hier dieses Ladeding. Ist auch Touch, scheiße. Lüfter. Stecker. Lüfter. Ich muss sagen, vom Design gefällt mir das eigentlich. Sieht nicht mehr gut aus. Aber das sind Touch hätten die nicht machen sollen, weil. Ich finde, das sieht trotzdem kleiner aus, als wenn man. Also von der Breite her. Ich stelle das in den Platz, wo ich stelle. Stell dir mal. Ne? Und zwar wäre es dann hier. Das ist dieser Knopf zum Verbinden der Controller. Und ja. Das war das ganze Unboxing zum Behoffen. Ich hatte es gefallen. Leider haben wir das Stativ nämlich vergessen. Sonst hätten wir das so aufstellen können. Aber ja. Ich denke, so müsste das auch gehen. Ja, schreibt in die Kommentare, wie ich das gefallen hat, ob ihr mehr Unboxings wollt. Und ja, dann haut da rein, Leute. Wir sehen uns dann bald wieder, wenn wir wieder Videos machen. Wahrscheinlich kommt das Video erst, wenn wir schon wieder Videos machen. Wir wissen es nicht. Haut rein, Leute. Ja. Tschüss. Tschüss.